Liebe Kunstfreunde, mein Name ist Friedhelm Hütte und ich begrüße Sie heute herzlich zu unserem Live-Talk Foto, Bild, Kunst, Fragezeichen. Unsere Gäste sind Annika Meyer in Hamburg und Anna Ehrenstein in Berlin. Herzlich willkommen schon mal vorab und herzlichen Dank, sich heute Abend an dieser Diskussion zu beteiligen, beziehungsweise Annika Meyer hat sich ja die Frau Ehrenstein gewünscht, auch für heute Abend als Gesprächspartnerin. Also vielen Dank auch für diese Vorbereitung. Annika Meyer hat in Heidelberg Kunstgeschichte und Germanistik studiert und ist Autorin für so verschiedene Medien wie den Spiegel Online, die Zeit, Art und das Monopolmagazin. Dort hat sie auch eine eigene Kolumne. Sie ist auch freie Autorin für verschiedene Institutionen, unter anderem seit Anfang dieses Jahres für das Museum der Bildenden Künste in Leipzig und hat dort die Ausstellung Link in Bio, Art after Social Media kuratiert. Anna Ehrenstein lebt in Berlin, aber auch in Köln und Tirana. Sie hat Fotografie und Medienkunst in Dortmund studiert und am Postgraduiertenprogramm für Medienkunst in der Kunsthochschule bei Mischa Kubal und Julia Scheer studiert. Die Künstlerin Anna Ehrenstein ist in zahlreichen Ausstellungen zu sehen gewesen, auch mehrfach für Preise nominiert. Zuletzt hat sie den CO hier in Berlin Talent Award erhalten und wird Anfang kommenden Jahres ihre erste institutionelle Einzelausstellung auch in CO Berlin haben. Und was beide auch zu dem Thema hier zusammenführt, ist ihr Interesse und ihre Forschung, Arbeiten im Bereich der Kunst im digitalen Zeitalter. Und in diesem digitalen Format auch, sozusagen kommen wir ja auch heute zu Ihnen. Der äußere Anlass für unser Gespräch heute ist die Ausstellung Time Present, Photography from the Deutsche Bank Collection hier im Palais Populär in Berlin unter den Linden. Die Ausstellung geht noch bis zum 8. Februar. Ob wir schließen oder nicht, ich habe gerade noch mal die Senatsnachrichten geguckt. Bin mir noch nicht ganz sicher, sieht aber leider so aus. Wir werden aber weiter auch digital unterwegs sein und Künstlerinnen und Künstler Gespräche führen. Einige technische Details noch. Bitte bleiben Sie stumm geschaltet und wir würden uns sehr freuen über Fragen an Annika Meyer und Anna Ehrenstein über Chat oder die Q&A-Funktion. Der Talk wird via YouTube übertragen und auch auf der Webseite des Palais Populär gestreamt. Wir werden ihn dort aber auch unter der Rubrik Digital speichern und Sie können sich das Gespräch auch später anschauen. Wir zeigen nun zunächst einen kleinen Einblick, nur 2 Minuten in die Ausstellung und dann geht's sofort los. Und herzlich willkommen nochmal und einen schönen Abend. Ich bin nachher nochmal für Sie da mit den Fragen. Ausstellung Time Present zeigt über 70 fotografische Werke aus der Sammlung Deutsche Bank, die zwischen 1975 und 2019 entstanden sind. Die 15 Künstlerinnen und 21 Künstler stammen aus 20 Ländern von Albanien bis Kamerun. Der Bestand an fotografischen Arbeiten in der Sammlung umfasst insgesamt über 5000 Werke. Das sind von kleinen klassischen Formaten bis zu Großformaten, mehrere Meter messende Werke, Schwarz-Weiß-Fotografie, digitale Experimente, alle Sujets sind vertreten. Wir haben uns für eine thematische Ausrichtung entschieden und wollen aufzeigen, das vielfältige Verhältnis, die Beziehung zwischen Fotografie und Zeit. Auf der einen Seite ist Zeit ein technischer Faktor im Zusammenhang mit Fotografie. Auf der anderen Seite den kurzen Moment, den wir gar nicht wahrnehmen können, den kann auch eben die
Fotografie festhalten. Dann aber auch die Vorstellung, dass in dem Moment, wo das Foto entsteht, die Gegenwart sozusagen zwar in dem Foto ist, aber sie ist auch schon wieder vorbei, also wird zur Vergangenheit. Inszenierung über die Zukunft sozusagen nachdenken, bildhauerisch nachdenken. Und diese verschiedenen Aspekte haben wir eben in 4 Kapiteln zusammengestellt und mit eben beispielhaften Fotografien, die mal mehr, mal weniger eng sich mit diesem Thema Zeit verbinden. Oh, ich hoffe, alle können die Präsentation sehen. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich bei diesem Abendvortrag oder dem Gespräch am Abend online dabei sind. Genau, mein Name ist Annika Meyer. Man kann mich auf Instagram finden. Wie gerade schon gesagt wurde, Anna Ehrenstein und ich interessieren uns für die Verbindung von Fotografie und sozialen Medien. Ich bin seit 2011 auf Instagram aktiv. Genau, mittlerweile, also angefangen habe ich eigentlich mit Fotografie, Brutalismus und ähnliches fotografiert, Hunde. Und heute zeige ich da im Wesentlichen, was ich selbst mache und zeige Hunde, die mir Künstler und Künstlerinnen schicken. Meine Monopol-Kolumne ist gerade schon erwähnt worden. Ich schreibe für das Monopol-Magazin eine Kolumne über Fotografie 2.0. Die können Sie zweimal im Monat online auf der Website des Monopol-Magazins lesen. Das sieht so aus. Da schreibe ich, was gerade aktuell passiert, wenn es um Fotografie und Kunst und soziale Medien geht. Für das Museum der Bildenden Künste in Leipzig habe ich zwar auch schon kuratiert, einmal Virtual Normality im Jahr 2018. Da ging es um junge Künstlerinnen, die in den sozialen Medien sich mit dem Thema Feminismus befassen. Und Link in Bio, da ging es eben um die Verbindung von Kunst und sozialen Medien. Der Katalog ist aktuell erschienen, vergangene Woche im Kera Verlag. Genau, das war die Ausstellung. Die ist von Ende Dezember 2019 bis zum ersten Lockdown gelaufen. Wir haben 3 Tage, am 13.03. war der Lockdown, haben wir 3 Tage vor Ausstellungsende schließen müssen. Ich nehme an, Sie kennen alle den Cartoon aus dem New Yorker On the Internet, Nobody Knows You're a Dog. Im Internet kann jeder alles sein. Folglich kann, was bedeutet, dass im Grunde niemand so recht weiß, wer wer ist. Und im Internet weiß folglich im Zweifel vielleicht auch niemand, dass man selbst Fotograf ist. Stephen Shore ist vermutlich einer der international bekanntesten Fotografen. In den 70er Jahren war er Mitbegründer der New Color Photography in Amerika. Heute ist er sehr, sehr aktiv auf Instagram. Ich habe vor, als ich angefangen habe, die Kolumne für das Monopol-Magazin zu schreiben, habe ich ein Interview mit Stephen Shore geführt und er hat mir gesagt, dass er jeden Tag auf Instagram postet und meist macht er die Fotos, wenn er, man sieht hier seine kleinen Hunde, wenn er mit seinen beiden Hunden Gassi geht und dann versucht er auch gleich mehrere Fotos zu machen und er arbeitet in Serien. Und das Interessante ist, also hier, das sind einige seiner ikonischen Fotografien aus den 70er Jahren, die Sie sicherlich kennen. Dann habe ich ihn gefragt, warum er sich heute für Instagram interessiert. Und er sagte eben, dass er sich schon immer für Fotografie interessiert, die vergleichbar ist mit visuellen Notizen. Und da sieht er die Verbindung zwischen damals und heute. Weil damals hat er mit so einer, die heißt Micromatics, einer Mickey-Maus-Kamera Fotos gemacht. Heute macht er die Fotos mit seinem Smartphone und postet sie auf Instagram. Am Anfang hat ihn auch interessiert,
diejenigen, die nicht seit Beginn oder schon seit den ersten Jahren von Instagram auf der Plattform sind, wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es am Anfang nur möglich war, quadratische Fotos zu posten. Und auch diese Beschränkung hat ihn besonders interessiert, also dass er eben versuchen musste, eine gute Komposition im Quadrat mit einer, damals war es eine Micromatic, heute ist es eben das Smartphone, hinzubekommen. Genau, das sind einige seiner Serien. Landschaften, Haustiere, also er macht auch viel, was jeder auf Instagram macht. Hier unten ist eine Katze, die großartig ist, die ab und an vorkommt. Und ich sagte ja, im Internet wissen die Leute vielleicht nicht, dass man Fotograf ist. Und das ist ganz interessant bei Stephen Shore, weil er eben Fotos macht. Sie sehen, man würde jetzt nicht denken, okay, das ist jetzt einer der international renommiertesten Fotografen, und regelmäßig flippen bei ihm die Follower aus und schreiben erregt und erhitzte Kommentare. Und dann hat er fotografiert er beispielsweise auch einen Käse auf der Fensterbank. Also wenn ihn langweilig ist, kann ich das sehr empfehlen, einfach mal die Kommentare bei Stephen Shore zu lesen. In den 70er Jahren hat er jedes Essen fotografiert, jedes Hotelzimmer, in dem er geschlafen hat, und Menschen, die er getroffen hat. Und er hat also absichtlich eher wie ein Tourist und sehr amateurmäßig fotografiert. Und das wiederholt sich eben heute. Also heute fotografiert er, ich habe das mal in meiner Kolumne mit Fotos meiner Mutter im Grunde verglichen. Also er versucht sich da wieder seinem Umfeld anzupassen. Katze ist wirklich großartig, die Hunde auch. Dann gibt es aber natürlich noch andere renommierte Fotografen und Fotografen auf Instagram. Alex Soth, den Magnum-Fotografen, den Golden Wolfgang Tillmans. Und das Interessante hieran ist, dass im Vergleich zu Stephen Shore, der Instagram als sein neues Werk sieht, diese drei Fotografen, das eher Wolfgang Tillmans hat es, glaube ich, mal Verstärker genannt. Den Golden haben Sie sicherlich mitbekommen, hat sich eingesetzt gegen die Sacklers und das Schmerzmittel und war da sehr erfolgreich, und deswegen ist sie schließlich, ich habe mit ihr ein Interview auch für Monopol geführt, und ich habe sie gefragt, warum hat sie sich so spät und dann doch entschieden, auf Instagram aktiv zu werden, obwohl sie das abgelehnt hat in einem Interview mit der New York Times. Hat sie gesagt, oh Gott, das möchte sie niemals, und sie möchte nicht für diese Bilderflut verantwortlich gemacht werden, weil sie eben früher auch sehr viel im privaten Raum fotografiert hat, und dann hat sie gesagt, nun gut, also über Instagram kann sie sich ihre eigene Plattform schaffen, und sie wollte erst beginnen, als sie 50.000 Follower hat. Das hatte sie auch sehr schnell, und dann ging es eben los mit der Kampagne. Und sie wurde dann ja auch in die Top 100 der einflussreichsten Fotografen gewählt. Wolfgang Tillmans ist ebenfalls aktiv auf Instagram und teilt dort regelmäßig Artikel, die er in den Medien findet. Also er nutzt das ja nicht so sehr als künstlerisches Medium, sondern dann eher als, ich nenne es mal, Promotionsplattform oder eben für politischen Aktivismus. Und wenn es dann um junge Künstler und Künstlerinnen geht, das ganz Interessante, haben mir sehr oft Studenten und Studentinnen an den Akademien erzählt, dass ihre Professoren sie fragen, möchtest du Instagram-Künstler oder richtiger Künstler sein? Jetzt habe ich mal ein Bildbeispiel nebeneinander gestellt. Lars Eidinger, der Schauspieler, der ein großartiger Fotograf auf Instagram ist, den man wahrscheinlich als Instagram-Fotografen oder Künstler bezeichnen würde, und Gerhard Richter, dann der richtige Künstler. Und dann gibt es natürlich Meme-Accounts, auf denen wird sich über die Instagram-Künste lustig gemacht, dass es alles oberflächlich und keine ernstzunehmende Kunst ist. Aber wenn man da genauer hinsieht, ist das natürlich nicht so. Amalia Ullmann ist auch in der Ausstellung Time Present, ich sage einmal den Katalog, die aktuell im Palais Populaire zu sehen ist. Und Amalia Ullmann hat im Jahr 2014 für einige Monate eine Performance auf Instagram gemacht und hat damals verfolgt, wie junge Frauen oder junge Mädchen sich auf Instagram darstellen, hat das eben nachgestellt und gezeigt, dass online einem die Leute alles glauben. Und sie hat eine Verwandlung durchgemacht von einem jungen, unschuldigen Mädchen zu einer sexy Frau, die einen Sugar Daddy gefunden hat, die sich einer Schönheitsoperation unterzogen hat. Dann hatte sie einen Nervenzusammenbruch und hat dann doch wieder zu sich gefunden über Yoga und das Essen von Avocado-Toast. Genau, hier sind noch weitere Bilder. Also hier links sieht man dann den Nervenzusammenbruch und dann am Ende den Avocado-Toast. Und ja, dann findet sie einen Partner. Und das ist eben so ein kleiner Bildungsroman auf Instagram. Sie ist, wie gesagt, auch in Ausstellung zu sehen. Andy Cassie, also das war halt so das weibliche
Die weibliche Rollenklischees auf Instagram und Andy Cassier, deutscher Konzeptkünstler, lebt auch in Berlin. Er interessiert sich für männliche Selbstdarstellung auf Instagram und er hat beispielsweise eine Arbeit, die hier zu sehen ist. Da hat er sich durch hunderte und tausende Accounts von jungen Männern auf Instagram geklickt und geschaut, wie die sich präsentieren. Und er hat 1000 Bilder ausgedruckt, rund 70 Bilder hat er ausgewählt. Und man sieht, dass das Bild der Männer, was dann interessanterweise zum gleichen Zeitpunkt auch eine Studie belegt hat, Frauen zeigen sich in eigenen vier Wänden als schöne Frauen, die sich für Mode und Essen interessieren und junge Männer sind dann doch etwas vielseitiger aufgestellt, sportlich, politisch aktiv. Dann der junge Mann, der sich für Pflanzen interessiert, der Naturbursche, also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Bekannt geworden ist, aber ist er mit seiner Serie Success is Just a Smile Away. Sein alter Ego Andy Cassier, also heißt tatsächlich Andy Cassier, hat aber auch ein alter Ego Andy Cassier, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Kennt man auf Instagram, man zeigt perfekte Bilder vom perfekten Leben, man ist erfolgreich und der Geschäftsmann war nur von Erfolg, Geld und Macht getrieben und irgendwann hatte er dann doch ein Burnout und das ist eben das, was bei jungen Fotografen und Fotografinnen interessant auf Instagram ist, dass sie Phänomene verfolgen in den sozialen Medien und Themen, die gerade präsent sind und diese dann in ihrer Arbeit auf Instagram spiegeln. Lars Eidinger hatte ich schon kurz erwähnt, Schauspieler, DJ und Fotograf. Und bei ihm sieht man sehr schön, dass das Medium Fotografie in den sozialen Medien letztendlich mehr ist als, gerade im Vorgespräch kurz über Prinz gesprochen, die man in Ausstellungen groß aufgezogen an der Wand sieht. Auf Instagram geht es dann tatsächlich um das Motiv und darum, wie Bradshaw Mellis einmal nannte, dass man wie Super Mario jeden Tag springt und Leistung erbringt. Und da wird eben das Medium Fotografie auf Instagram zur Performance. Genau, vielen Dank. Folgen Sie mir gerne auf Instagram. Und jetzt übergebe ich Anna Ehrenstein. Perfekt. Ich hoffe, dass man mich hört und mich sieht. Und genau, danke dir sehr, Annika, für die kleine Übergabe und für deinen kleinen Vortrag. Und ich werde jetzt auch kurz über meine künstlerische Praxis sprechen, wie und jetzt bin ich unmuted und jetzt hoffe ich, dass man auch den Screen sieht, den ich zeigen wollte. Genau, danke für deine kleine Einleitung, Annika. Ich bin, wie zweimal gesagt, Anna Ehrenstein und arbeite in der transdisziplinären künstlerischen Praxis. Viele meiner Projekte beschäftigen sich mit prekärer Assemblage, das heißt, das Linsenbasierte ist der Anfangspunkt, ob ich selbst fotografiere oder die Protagonisten, mit denen ich arbeite oder Kollaborateure, mit denen ich arbeite, als Ausgangspunkt, um, wie auf der rechten Seite zu sehen, Installationen, Skulpturen oder soziale Momente entstehen zu lassen. Und meistens sind die Themenkomplexe, mit denen ich mich auseinandersetze, an der Schnittstelle von unterschiedlichen Sachen in Relation, zum Beispiel die Schnittstelle von Mensch und Objekt im digitalen Zeitalter oder die Beziehungen zwischen Machtpolitik und vernetzten Bildern. Und das kommt natürlich auch aus dem biografischen Moment bei mir, da ich zwischen unterschiedlichen Kulturen gepingpongt bin und mich dadurch für diese Beziehungshaftigkeit zwischen dem Virtuellen und dem Analogen interessiere. Und dann sind, wie man hier sieht, klassischere Art und Weise mit Fotografie umzugehen Teil. Aber wie auch bei diesem Werkzyklus hier 3D-Drucke oder Splitscreen-Installationen und viele Oberflächen und Materialitäten, die sich mit Screens auseinandersetzen, also viele Übersetzungen dessen, was quasi eine Linse benutzt. Und das sind dann manchmal neuere Techniken, manchmal auch Techniken wie hier im Hintergrund. Das sind im Hintergrund Lentikulardrucke, also Wackelbilder. Eine Technik, die uns schon seit einigen Jahrzehnten begleitet. Und da ich
euch nicht über 5 Werkkomplexe, die ich jetzt gerade anreiße, meine tiefe künstlerische Recherche mitteilen kann in diesem Kurzvortrag, ist es mir wichtig, eher über die Art und Weise, wie Fotografie und Social Media in meiner Praxis zueinander in Beziehung stehen. Und dieser Werkkomplex Tools for Conviviality, der ist in Zusammenarbeit mit 5 postmigrantischen Kreativen in Dakar im Senegal entstanden und wurde dann in Berlin weitergearbeitet. Und Niamati Gichao, Lydia Likibi, das Kollektiv Don Cafele, Saliuba und Aber Sex sind alles Leute, die nicht aus der Kunst per se kommen, aber mit denen ich gemeinsam in Dakar, aber auch über Social Media, über Skype, über unterschiedliche Plattformen diese Installation, die auch Teil der Ausstellung, die Annika kuratiert hat im Museum der Bildenden Kunst in Leipzig war und die im Januar im CO gezeigt wird. Und die dieses, das ist ein Screenshot aus der 360-Grad-Videoarbeit, die wir gemacht haben. Und diese verschiedenen Übersetzungen des fotografischen Moments haben durch Konversation, durch hybride, prozessbasierte Arbeitsformen eine Kritik zeitgenössischer Werkzeuge des Zusammenlebens untersucht und geschaut, wie multikulturelles Zusammenleben quasi abseits des westlichen Kontexts funktionieren und welche Erfahrungen Kreative da innerhalb des Überwachungskapitalismus machen. Und dann ist es auch spannend, weil unsere Arbeit, das ist zum Beispiel der Instagram des Fashion-Kollektivs, wo man dann manche der Leute sieht, die Teil meines Werkkomplexes, den wir gemeinsam gemacht haben, sind und wo dann nächsten Monat T-Shirts verkauft werden, die wir dann irgendwie als Resultat dieser Arbeit gestaltet haben. Und hier ist ein Werkzyklus, den ich das ganz frisch innerhalb dieses Jahres mit einem Performance-Kollektiv aus Bogotá in Kolumbien hergestellt habe, während ich vor und innerhalb des Lockdowns in Kolumbien bei einer Recherche war. Und der Zyklus heißt Jupamaras Technophallus, weil er sich auch mit Wissenschafts- und Technologie-Ikonografie auseinandersetzt. Und das sind Ausstellungen von diesem Sommer, auch eine 360-Grad-Videoarbeit, die aber anders als die andere 360-Grad-Videoarbeit nur teilweise interviewbasiert ist und auch wieder prozessbasiert, aber hier mit Tanz verkörpertes Wissen und Kommunikation ausspricht und wo man dann auch wieder Teile des Werkprozesses natürlich in der anderen Realität des Kollektivs auf deren Instagram-Channel sieht. Und eine der Fragen, die quasi all diese Werkzyklen einigt, ist die Frage, wie werden die Menschen von den Medien produziert? Und es gibt einige Kulturwissenschaftler, die die These gesetzt haben, dass wir nicht mehr oder schon lange nicht mehr in Demokratien wohnen, sondern in Mediarchien, also quasi das die enge Verknüpfung zwischen Politik und Wahlen und quasi wie Personengruppen von Medien konstruiert werden. Und das ist auch Teil meines Profils, wo man sieht, hier in der Mitte ist ein Teil der Performance-Arbeit, die Teil des Werkzyklus, den ich als letztes gezeigt habe, mit diesem Voguing-Kollektiv war, die dann natürlich auch simultan Teil meines Instagram-Channels geworden ist oder auf der rechten Seite auch Hunde, damit ich auch ein paar Follower bekomme, so wie Annika. Das war Teil genau Annikas Hundeprojekt des Jahres. Und simultan aber ist quasi Social Media für mich auch Echoraum, um über politischen Aktivismus zu sprechen, der jetzt nicht Teil meiner Praxis ist, weil es auch für mich persönlich wichtig ist, da Distinktionen zu sehen. Und was man hier noch sieht, das ist ein Teil einer letzten Installation, die ich kurz anreiße, ist eine Arbeit, die spontan letzten Monat entstanden ist mit der Kölner Galerie Gold und Beton, die sich
mit dem Namen Anna Barber und die 40 Räuber, mit der Normalisierung von faschistischen Narrativen in deutschen Medien der letzten 20 Jahre beschäftigt und wo ich und ein paar andere Kanaken dann in Lime-Scootern oder auf Lime-Scootern durch die Galerie gefahren sind. Genau. Dann würde ich wieder an die Runde übergeben. Oder an mich und Annika und in unser Gespräch einsteigen. Hier bin ich. Dankeschön. Gut. Ja, vielen Dank für die Einführung in deine Arbeit. Ich freue mich schon sehr auf deine Ausstellung bei CU Berlin, die dann hoffentlich, wie geplant, ja im Januar auch soll es eröffnen, ne? Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen tricky. Das ist spannend, weil es irgendwie ein Werkzyklus ist, wo ich auf eine andere Art und Weise mit Leuten zusammengearbeitet habe, die, das war die meine am meisten prozessbasierte Arbeit. Das heißt, wir haben sehr lange geschaut, wie machen wir diesen Zyklus gemeinsam und wie kann meine Praxis eurer Praxis als Kreative dienen. Und jetzt ist die Frage, ob die fünf Leute natürlich auch nach Deutschland kommen können im Januar. Oder ob wir das Programm, was wir uns gemeinsam überlegt haben, auf Ende April schieben. Das werden die nächsten zwei Wochen entscheiden. Dann drücken wir alle die Daumen. Okay, ich stelle dir mal die erste Frage. Das interessiert sicherlich viele Leute. Wie bist du denn überhaupt zu Instagram gekommen? Also ich glaube, dadurch, dass ich eine gewisse Art von Digital Native bin, war eine Form von Plattform, seitdem ich 8 bin, Teil meines Lebens, aber ich habe relativ spät mit dem Smartphone-Zeug angefangen. Ich glaube, ich war 19 mit meinem ersten Smartphone und habe in dem Werkzyklus Tales of Lipstick and Virtue, den ich am Anfang gezeigt habe, der in meiner zweiten Heimatstadt Tirana entstanden ist, mit Frauen gearbeitet, die hinterher zu Freundinnen geworden sind und die auch so ähnlich wie ich Fake Bitches sind, die sich auch gerne Fake-Marken anziehen und die sich dann mein Instagram angeguckt haben und mir gesagt haben, okay, Anna, du hast 300 Follower, irgendwas ist komisch bei dir, weil wir haben mitbekommen, du bist Fotografin und hast in Deutschland studiert, das ist irgendwie nicht real. Und dann habe ich mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau, bis 500 oder 1000 Instagram-Follower waren, gekauft und bin dann quasi in diesem Prozess der Arbeit als authentischer wahrgenommen worden. Aber dass ich meine Praxis oft mit Authentizität als kulturellem Wertungssystem auseinandersetzt, erzähle ich die Story gerne, die habe ich sie schon mal erzählt, erzähle ich auch gerne anderen Künstlern und dann ist das immer ganz witzig, weil dann sagen die mir manchmal, ah, okay, deswegen hast du so viele Follower, die sind alle nur gekauft. Puh! Also das ist, ja. Du hast mir damals auch erzählt, dass sie viele oder eine Frau zumindest sagte, naja, mein Nagelstudio hat irgendwie 20.000 Follower. Du kannst keine Fotografin sein, wenn du nur 300 Follower hast. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch, da merkt man, dass ich Teil von einer Diaspora bin. Das heißt, dass es natürlich auch dein Kontext, dein Bezug zu Social Media extrem balanced und auch wenn vielleicht meine Familie in meiner jungen Kindheit extrem arm war, habe ich quasi in Deutschland meinen Schulweg gehabt und dieses Fame-Sein und das quasi Reich-Sein, Performen ist für mich natürlich weniger wichtig als in einem Kontext, genau wie in Albanien, wo irgendwie jede dritte Person weniger als $2 am Tag hat, dann ist natürlich auch diese Performance auf Social Media nochmal wesentlich wichtiger, als wenn man irgendwie relativ entspannt rumsitzt. Und wie nutzt du selbst Instagram? Ist das Teil deiner künstlerischen Arbeit oder siehst du es vielleicht auch als Langzeitperformance? Ich glaube, dass da schon eine Distinktion ist. Auf der einen Seite arbeite ich als Künstlerin viel mit dem Performativen. Das heißt, wenn ich nicht mit anderen Leuten kollaboriere, dann mache ich auch oft selbst Performances in meinen Videoarbeiten und verkörpere verschiedene Figuren. Und viele meiner Projekte auf Instagram arbeiten mit dem Performativen und manche arbeiten nicht mit dem Performativen. Ich glaube zum Beispiel, dass jemand wie Amaya Ullmann ganz anders mit dem Medium umgeht oder zum Beispiel Signe Pierce, mit der du auch gearbeitet hast, die konstant quasi eine Kunstfigur erstellen.
und ich mal in diese Kunstfigur reinslippe und mal aus der Kunstfigur rausslippe und über andere Sachen spreche, aber vor allem diesen Ding, dieser Echoraum für mich spannend ist. Das heißt, wenn mich irgendwas beschäftigt, dann kann ich was Provokatives posten und dann kriege ich innerhalb der nächsten 10 Minuten diese Kommentare, die ich dann weiter in Texte oder Ausstellungen verarbeiten kann. Aber du hattest ja auch mal, weil du gerade Amalia Ullmann noch mal erwähnt hast, du hast ja auch eine kleine Schönheitsoperation auf Instagram verarbeitet. Das war auf jeden Fall auch eine spannende Arbeit, weil genau vorher habe ich mich ja relativ lange mit quasi mit Fake in Bezug auf Hyperfeminität und wie eigentlich intellektuelles Eigentumsrecht auch ein koloniales System sein kann, beschäftigt. Und danach habe ich angefangen, relativ viel neurowissenschaftliche Dinge zu lesen in der Zeit, wo ich mir meine Nase korrigiert habe und einen Nosejob quasi geplant hatte. Und es war irgendwie spannend, weil das beides kollidiert hat. Und ich dann die Reaktion aus meinem Freundeskreis mitbekommen habe, die total intensiv waren und irgendwie von, oh mein Gott, du siehst dann nicht mehr albanisch aus, zu, ich will auch einen Nosejob, wo machst du das? Und weißt du, was viel, viel lustiger ist, was ich dir noch nicht erzählt habe, abgesehen davon, dass ich dann diese Arbeit über Instagram habe laufen lassen, haben wir über die Nosejob-Arbeit ja bei der Krupp-Stiftung in Essen vor ein paar Wochen gesprochen. Und danach hat mir eine Person eine E-Mail geschrieben, dass sie das total mutig findet, dass ich darüber offen sprechen kann und ob ich ihr meinen Chirurgen empfehlen kann. Weil meine Nase ja ganz gut gelaufen wäre. Und das finde ich spannend, weil unsere Gesellschaft ja natürlich so eine Art von Natürlichkeit performt, die so zu einem gewissen Teil legitimisiert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel über meinen Nosejob spreche oder die Arbeit ausstelle, dann wird das auch oft gesagt, dass zum Beispiel ich keine Schönheits-OP hatte, sondern das war nur eine Korrektur, weil meine Nase vorher schon mal gebrochen war. Und das finde ich total lustig quasi so. Also weil meine Nase schon mal gebrochen war, bin ich nicht fake. Aber wenn die jetzt nicht gebrochen wäre, dann wäre ich total fake. Interessant. Aber für mich war das ja ganz interessant, dass ich, da ich ja die Arbeit von Amalia Ullmann irgendwie kenne, und dann denkt man, ja, sie hat eben so gesagt, naja gut, online sind wir alle Lügner. Und ich dachte halt immer, na gut, Anna hatte halt keine Schönheitsoperation, hat die auch einfach eine Schönheitsoperation vorgegeben, und dann hast du mich irgendwann aufgeklärt. Jetzt hast du vielleicht kurz zu einem anderen Thema, weil du arbeitest, wie gesagt, ja viel auf Instagram, aber du machst natürlich auch, wie eigentlich, ich glaube, ich kenne im Grunde keinen jungen Fotografen, der mit dem Medienfotografie auf Instagram arbeitet, keine junge Fotografin, die nicht direkt den Ausstellungsraum mitdenken. Wie sehen denn deine Arbeiten für den Ausstellungsraum aus und wie wird bei dir also das Medium Fotografie ist im digitalen Zeitalter eher flüssig. Wie kriegst du das wieder in den Raum und verändert sich da etwas? Also brauchst du Prints, ganz klassisch. Ja, ich glaube, das hat man hoffentlich auch in der Präsentation ein bisschen gesehen, dass für mich diese Übersetzung von Fotografie in unterschiedliche Medien und Kontexte eigentlich was relativ Normales quasi war. Das heißt, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei meiner Bewerbungsmappe, als ich 17, 18 war für mein erstes Fotografiestudium, ich auf unterschiedliche durchsichtige Materialien gedruckt habe und quasi so die Idee, wie ein fotografischer Print auszusehen hat, erst dann durch diese Institution in mich gebracht wurde. Und das war quasi eine Sache, ein Wissen, das mir vorher nicht bekannt war. Und dem ich mich dann quasi nach vielen Streits mit darüber, wie Fotografie auszusehen hat und auch dem spannenden Lernen natürlich auch quasi dieses fotografische Denken aus institutioneller Seite zu lernen, dann wieder befreit habe irgendwie und dann wieder die Dinge gemacht habe, die mich irgendwie intuitiv interessiert haben. Und genau so konzipiere ich dann auch meine Arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Arbeit mache, die für Instagram geplant ist, ob das jetzt irgendwie für meinen Channel ist oder ich von einer Kuratorin wie von dir eingeladen werde, was kurz zu posten, dann weiß ich, dass es ein direktes Kommunikationsmittel, wo ich einen Echoraum bekomme und Kommentare dazu kommen.
und arbeite manchmal provokativer, um quasi zu schauen, welche Art von Kommunikation das sein kann. Und im Raum ist natürlich der auratische Moment total wichtig, die Haptik. Das heißt, ich überlege dann, wie zum Beispiel der Glitch aus dem Digitalen in den Raum übersetzt werden kann. Deswegen arbeite ich viel mit Textilien, auf die Fotografie gedruckt wird. Das heißt quasi, die wabern dann in den Raum. Solche Dinge, die mich dann interessieren. Ich erinnere mich gerade, als wir in Leipzig aufgebaut haben und dann brauchtest du Dinge und dann bist du erstmal zu IKEA gefahren. Da kam also nicht der Rahmen zu dir oder der Printrahmen zu dir, sondern du bist zu IKEA und hast so eine Kleiderstange gekauft, ne? War das, oder? Obi, es war der Baumarkt. Es war der Baumarkt, es war nicht IKEA. Baumarkt, stimmt, ihr wart beim Baumarkt. Ich bin zum Baumarkt gefahren und habe Rohre gekauft, um eine Kleiderstange zu basteln. Genau. Ja, das sind natürlich Referenzen, das war auch genau dieser Werkzyklus, wo drei der Leute, mit denen ich gearbeitet habe, auch in der Textilindustrie arbeiten, wo man dann schauen kann, Ava Sek, die macht Headwraps, das sind diese Kopfbekleidungen. Und sie sagt in der Arbeit, Fashion is the only tool to create cohesion, also quasi das Mode für einen kulturellen Zusammenhang wichtig sein kann. Und das ist natürlich so eine Referenz wie eine Kleiderstange, was einen haptisch direkt irgendwie da reinbringt, was mein Instagram jetzt mir nicht bieten kann. Und in der Arbeit geht es darum, oder beziehungsweise du hast ja auch im Katalog, den können wir mal kurz zeigen, weil er letzte Woche erschienen ist. So sieht er aus. Da hat Anna großartige Interviews mit Frauen aus verschiedenen Ländern geführt. Genau, und da geht es eben auch beispielsweise darum, welche Erfahrungen die jungen Frauen in den verschiedenen Ländern mit sozialen Medien machen und welchen Stellenwert das für sie im Leben eingenommen hat. Kannst du da vielleicht ganz kurz ein, zwei Beispiele bringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, was ähnlich ist wie generell die Problematik mit Druck, den Social Media auslöst, weil ich glaube, für alle Menschen dieser Erde löst Social Media unterschiedliche Formen von Druck aus, aber natürlich auch unterschiedliche Formen von Demokratisierung. Und man sieht, dass das Individualisierte an Social Media Popkultur der letzten 10 Jahre auf jeden Fall verändert hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Frau interviewt für diese Arbeit, die Popmusikerin in Albanien ist und die vor 10 Jahren ohne Social Media auf jeden Fall keinen Zugang gehabt hätte, sich diese Fankultur selbst zu bauen, weil sie zum Beispiel während des Kommunismus nicht studieren konnte, was sie wollte. Dann danach hatten wir einen Bürgerkrieg. Das heißt, das war auch nicht wirklich möglich. Und dann kam das Internet relativ spät aus dem Armutskontext an. Das heißt, es war für sie wirklich straight on Einstieg. Und dann ist aber zum Beispiel auch ein Interview mit Niamwati Gichau, die Yogalehrerin aus Nairobi ist, die ich in Dakar kennengelernt habe, wo das für mich dann sehr spannend war, weil natürlich der globalisierte Umgang mit einem Überwachungskapitalismus extrem wird in einem Kontext wie Nairobi, wo mehr Leute Zugang zum Smartphone als zu fließend Wasser haben und aber auch natürlich eine riesige Tech-Industrie seit Jahren vor Ort ist und wie quasi sie diese Zusammenhänge sieht, in quasi so einem super Tech-Plattform-City wie Nairobi zu sein, wo extrem viele Startups sind, aber gleichzeitig auch eine extreme Armut und wie man quasi dann als Yogalehrerin mit kultureller Aneignung geht, wenn man eine schwarze Frau ist in Sub-Saharan Afrika, die dann auf einmal indischen Leuten in Nairobi Yoga beibringt und man quasi so all diese Parameter von Cultural Appropriation auf den Kopf stellt. Ich habe hier gerade mal kurz auf Instagram geguckt, weil nicht, dass da Fragen über Instagram reinkommen. Leute teilen interessanterweise, dass sie uns hier zuschauen. Kannst du auch gleich mal schauen. Genau, ist ganz nett. Leute, die uns auf Instagram folgen, schauen jetzt zu und melden sich auf Instagram wiederum zum Livestream. Ist ganz lustig. Genau, also so als ich diese Interviews gelesen habe, war irgendwie so das Ergebnis, dass die sozialen Medien da doch sehr viel möglich gemacht haben. Das hat ja gerade auch die Musikerin erwähnt. Das fand ich zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, auch mit ihrer jungen Tochter und welche Erfahrungen sie machen. Oder ich glaube, es war eine andere Frau, die so sehr stark tätowiert ist. Und also
was die sozialen Medien, was plötzlich für Karrieren möglich wären. Und ich habe bei Monopol auch in der Kolumne mal drüber geschrieben, ja, wie werde ich erfolgreich, wie werde ich als Künstler oder Künstlerin erfolgreich auf Instagram? So ein bisschen so ein, nicht richtig Ratgeber, aber irgendwie schon Ratgeber. Und ich habe dann geschrieben, naja, wer nicht auf Instagram sein will, dann halt nicht, muss ja auch nicht sein. Wie siehst du das jetzt nach all den Jahren auf Instagram und wo man dir sagt, na, du bist ja keine Fotografin, wenn du nicht 10.000 Follower hast, dann kann das nicht sein, mit 300 geht es nicht. Wie siehst du das? Oder was ist dein Rat, wenn dich andere fragen? Ich glaube, das ist eine absolut personalisierte Sache. Wenn ich denke, dass du dich mit Medien auseinandersetzt, dann sollte man sich auch mit Social Media auf jeden Fall auseinandersetzen. Da Social Media natürlich Karrieren prägt, aber auch Weltgeschehen. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass einer der Gründe, warum wir gerade die Welt so viel brennen sehen, ist natürlich, wie Social Media den Umgang mit Journalismus und Wissen verändert hat, aber auch, dass Social Media gewisse Mythologien verändern kann. Und deswegen zum Beispiel sieht man, dass Covid und Social Media oder das Black Lives Matter Movement in den Staaten die Idee von, was Amerika im globalen Süden ist, auch sehr verändert hat. Also quasi auch so shiny things können passieren, shiny things können aber auch gesprungen werden durch diese Macht von Social Media. Und ich glaube, das ist für Leute, die sich mit Medien auseinandersetzen, extrem wichtig. Und wenn man jetzt aber quasi sagt, egal wie ich mir meinen Stream kuratiere, ich kriege schlechte Laune, wenn ich die ersten 2 Stunden meines Tages auf das Telefon gucke, dann melde ich doch einfach ab. Das ist ein sehr guter Rat. Kriegst du davon schlechte Laune? Ja, es kommt drauf an, wie ich habe aufgehört, dieses Jahr für 3 Monate mir morgens Nachrichten anzuhören. Davon kriege ich mehr schlechte Laune und habe auf jeden Fall eine Stunde am Tag, wo ich quasi in den Tag starte ohne Social Media. Also der erste Griff ist bei dir nicht aufwachen, Smartphone, Instagram und E-Mails checken. Machst du nicht. Doch, und dann sind alle Notifications geblockt und dann erinnere ich mich immer so, ich mache das und dann denke ich immer so, okay, nee, mache ich doch nicht. So funktioniert das quasi. Wobei das erinnert mich direkt auch an eine Frage, die ich dich eigentlich stellen wollte. Dadurch, dass Social Media irgendwie alles gleichzeitig simultan ist, wie hat es bei dir eigentlich den Schwerpunkt gefunden? Hast du einen Schwerpunkt, wenn du mit Social Media arbeitest und kuratierst? Sind das alles Netzphänomene? Weil ich weiß zum Beispiel, das Buch und die Ausstellung, die du vorher kuratiert hast, da ging es um Feminismus. Jetzt quasi Link in Bio hatte andere Schwerpunkte. Wie verändert sich das bei dir? Hier ist es leider ausverkauft. So sah das aus. So sah das aus damals. Ich glaube, also irgendwie, als ich 2011 mich auf Instagram angemeldet habe, habe ich das gemacht. Ich sollte eine Doktorarbeit und ich habe die auch geschrieben über den Dichter Stefan George in Paris. Und wenn man in einer fremden Stadt ist, dann will man ja irgendwie den Leuten zu Hause erzählen, wie es ist. Und dachte ich, okay, dann muss ich nicht jeden Tag eine Mail schreiben, mache ich das doch auf Instagram, das damals ziemlich neu war. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, da passiert sehr viel in der Fotografie oder da wird sehr viel passieren. Damals waren ja nicht viele Leute da, aber ich fand das total aufregend und hätte am liebsten gleich ein anderes Doktorarbeitsthema über Fotografie und so Instagram geschrieben, aber was hätte ich denn da schreiben sollen? Also habe ich weiter mit meinem Dichter gemacht. Und von daher ist so das, so die Konstante ist Instagram, also mein Interesse an Phänomenen, die mit dem Medium Instagram zu tun haben. Und die erste Ausstellung war eben, ich habe es absichtlich nicht Netzfeministin genannt, weil die Künstlerin in der Ausstellung zwar Feministin sind als Frauen, aber sie sehen sich nicht als feministische Künstlerin. Also ich habe mit allen gesprochen und ja, da möchte sie sich eben nicht einreihen oder sich nicht anmaßen sagen, okay, das, was wir heute, was uns heute beschäftigt, ist genauso wichtig wie in den 70er Jahren. Weil dafür kann man dann, oder wurden sie ja auch oder werden sie immer noch sehr scharf in den Medien kritisiert, weil es dann eben heißt, naja, interessiert euch nur für so Schönheitsideale und für euren eigenen Körper und wollte ich nur selbst darstellen und für den männlichen Blick und das ist alles nur Voyeurismus und keine Ahnung was. Und genau, und auch in der Kolumne, also ich gucke eben immer, was passiert im Internet, in den sozialen Medien, im Museumsbereich, im Kunstbereich, in der Fotografie. Und dann mache ich was, wie so Andy beispielsweise, ne, der immer guckt, okay, was passiert, wie verändern sich die Themen, wie verändert sich die Plattform und so mache ich das auch. Das bedeutet, dass du quasi
dich mit einem sehr breiten Noise auseinandersetzt und wie quasi, ist es dann so, dass Leute dich manchmal auch anpitchen, also dir Sachen schicken und dann können die Teil deiner Kolumne werden oder ist es schon eher so, dass du schon auf die Sachen selbst findest, kommst? Demokratisiert quasi Instagram dann wirklich, dass man als Kurator angeschrieben wird? Ja, das passiert sehr häufig, klar. Und ich überlege gerade, Andy habe ich selbst gefunden damals und aber Lia Schrager, mit der ich dann auch viel gearbeitet habe. Die bezeichnet sich als feministische Künstlerin, die war auch in Virtual Normality und sie hat zum Beispiel auch ein alter Ego. Sie ist sexpositive Künstlerin. Die hat sich dann, als sie das Interview von mir mit Andy oder einen Text von mir bei Andy gelesen hat, die hat sich bei mir gemeldet per Facebook. Genau, und dann sind wir immer in Kontakt geblieben und immer, wenn sie an was Neuem arbeitet, schreibt sie mir oder fragt nach oder wir skypen oder sprechen miteinander. Aber ja, es melden sich schon. Da bin ich auch sehr, sehr froh. Ich meine, ich schreibe seit sehr vielen Jahren die Kolumne. 2x im Monat. Da ist man natürlich auch dankbar, wenn sich Leute melden. Und ich schreibe für ein Monopol die Insta-Watchlist. Also stelle ich jeden Monat einen Künstler, also auch abwechselnd einen Monat einen Künstler und den nächsten Monat eine Künstlerin vor. Und da, da melden sich oft Leute oder auch andere Künstler empfehlen mir, wen Andy sagt mal, ja, sag mal, kennst du die? Gibt es jetzt neu? Guck doch mal dahin. Oder dich kenne ich ja. Oder wir haben uns kennengelernt, weil Abida Biestrum, das ist die junge Frau, auf dem Cover eben sagte, ich zur zweiten Ausstellung eingeladen in Leipzig, dann hat sie gemeint, ach, kennst du eigentlich Anna? Brauchst du noch Künstler und Künstlerin? Kennst du eigentlich Anna? Und dann haben wir uns ja getroffen. Also das finde ich sehr gut an Instagram, so diesen Netzwerkcharakter und dass man ja sehr schnell, ich frage dich ja auch ab und an mal nach einem O-Ton, dann schreibt man halt eine Instagram-Direct-Message und hat sofort eine Antwort. Oder das habe ich auch dann in der Kolumne, die ich ja so ein bisschen gerade Ratgeber nannte, da habe ich eben auch geschrieben, dass es ja heute viel einfacher ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil man nicht eine lange E-Mail schreiben muss, man muss nicht zu einem Opening gehen, man tritt nicht so auf Bittsteller auf, nicht so als Bittsteller auf, sondern kann irgendwie mal ganz locker auf ein Posting antworten, einem Kommentar oder auf eine Story antworten oder sagen so, hey, du magst das doch gerne, das interessiert dich vielleicht auch und dann kommt man sehr schnell ins Gespräch. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und Herr Weidinger, der Direktor in genau. Ich sehe auch gerade, er schreibt uns gerade schon eine Frage. Genau, deswegen habe ich gesehen, dass er zuschaut. Genau, Herrn Weidinger haben wir beide, glaube ich, sehr viel zu verdanken. Er ist in Leipzig Direktor geworden und hat mich dann eben, weil er meine Kolumne kannte, eingeladen, die auch schon zu kuratieren. Und als die eine dann fertig war, hat er sofort am Abend des Openings gefragt, und wann kommt die nächste? Und ich habe gesagt, jetzt gehen wir alle erstmal schlafen. Genau, also er ist ein Direktor, der sich sehr, sehr für diese Themen interessiert, was sehr selten ist. Von daher vielen Dank, Herr Weidinger. Einschalten. Und sollen wir erstmal auf die Frage eingehen und schauen. Wir haben ja ein langes Gespräch geführt. Sollen wir es vorlesen? Ja. Social Media kann Mythologien verändern. Also Zitat von Anna von gerade. Wie ist das gemeint? Und Herr Weidinger bittet um ein Beispiel. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe ein Beispiel dafür. Also vor, glaube ich, 3 Jahren habe ich angefangen, mit diesem Fashion-Label in Dakar zu arbeiten. Und das sind 2 Jungs aus Benin und aus Gambia, die das machen. Und einer von denen ist extrem viel rumgereist und arbeitet für eine amerikanische Firma auch nebenbei. Und der andere war noch nicht in den USA. Und es war total spannend zu sehen, wie die Gespräche zwischen den beiden sich verändert haben, während quasi dieses Jahr Black Lives Matter in den USA passiert ist. Und das passiert natürlich auch in vielen Gesprächen, wo man dann sieht, wie auf Instagram Sachen geteilt werden. Oder zum Beispiel letzte Woche hat in Nigeria eine Attacke vom Staat auf Protesters stattgefunden. Und dann versucht der Staat, die Mythologie zu kreieren, dass eigentlich gar nichts passiert ist und dann wird auf Instagram geteilt und diese Counterkultur quasi kann dann zeigen, wie Sachen wirklich passiert sind. Und natürlich ist die Mythologie von den USA als quasi Land der Demokratie und als Land der Gleichheit noch extrem groß im globalen Kontext. Und wenn dann so ein krass virales Movement wie Black Lives Matter irgendwie den gesamten Kanal übernimmt für 2 Monate
und quasi dann auch Realleben ändert, dann ändert das natürlich auch Konversationen darüber, wie toll die USA sind, global. Jetzt hat er nicht nochmal nachgefragt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das hoffentlich ausreichend beantwortet wurde. Was mich noch interessiert, fühlst du dich, ich meine, jetzt hast du selbst gesagt, du hast ein paar Follower, ich glaube, es sind 6.000 mittlerweile, das ist ja doch eine ganze Menge an Leuten, die du da unterhalten musst. Fühlst du dich dadurch unter Druck? Nee, ich fühle mich dadurch nicht so wirklich unter Druck. Ich glaube, das hat auch eher was damit zu tun, wie ich Instagram persönlich nutze. Und ich glaube, das ist eine ganz, also ich fühle mich viel mehr unter Druck, wie gesagt, wenn ich mir Nachrichten anschaue und sehe, wie hilflos ich bin im Kontext zu globalen Nachrichten, als weil ich jetzt irgendwie einmal die Woche was auf Instagram posten muss oder einmal im Monat. Wie oft postest du denn einmal im Monat? Nee, ich poste wesentlich mehr. Ich wollte gerade sagen. Ja, wesentlich mehr. Aber das ist meistens eher, bis jetzt hatte ich das Glück, dass es mir relativ viel Spaß gemacht hat und dass ich das nicht konstant super ernst nehmen muss. Und so wie jeder Mensch habe ich, glaube ich, auch mal eine Zeit gehabt, wo mir mein Stream total auf die Nerven gegangen ist. Und dann habe ich einfach alle Leute deabonniert, die mir hart auf die Nerven gegangen sind. Oh, wow. Und das hat geholfen. Und jetzt ich mute dann einfach. Auch gut. Weil ich finde es immer dann, ich finde es dann doch ein bisschen radikal. Das ist total peinlich. Mir passiert das dann manchmal, dass ich den Leute dann im Realleben treffe. Vielleicht sollte ich dann anfangen, auch zu muten. Ja, du kannst auch auswählen. Du kannst da gucken, okay, mute ich nur die Story. Es gibt ja Leute, die machen total viele Stories und dann sind die immer vorne. Und dann mute ich halt die Story. Oder wenn ich denke, puh, das muss ich jetzt nicht immer sehen, dann mute ich halt den ganzen Account. Und dann ist ja auch, ich denke immer so, Gott. Ich denke, ich mag die nicht mehr oder sowas. Dabei geht es ja nur darum, dass man vielleicht jetzt nicht immer sehen will, was sie frühstücken oder so. Ja, muten ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Idee. Übrigens ist der, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber der Chat ist generell auch offen für alle Leute, die Interesse haben, uns eine Frage zu stellen. Und nochmal auf Instagram, da noch was passierte. Ob da noch was passiert ist. Wobei ich das eigentlich auch eine Frage, die irgendwie dieses Jahr ja extrem viel Relevanz dadurch, dass global Leute mal für 2 Monate, Leute mal für 8 bis 9 Monate in ihren eigenen 4 Wänden verschwinden mussten, die digitale Revolution in alle Kontexte gebracht hat. Hast du das Gefühl, dass dadurch zumindest spannende, innovative Projekte auf Social Media entstanden sind, Annika? Ja, von Museen und Galerien auf jeden Fall. Und alleine wenn man jetzt ein Museum, oder was hier gerade auch möglich ist, ist ja auch eine Kultureinrichtung. Ne? Das wäre ja, glaube ich, vor Corona und vor dem Lockdown wäre sowas klar A nicht nötig gewesen, aber B hätte man das auch gar nicht gemacht. Und ich habe eine Zoom, das war auch mit einem Lockdown-Ausstellung in San Francisco im De Young Museum eröffnet zu künstlicher Intelligenz gar nicht mehr was, also es war auf jeden Fall künstliche Intelligenz das Thema und das war total super. Trevor Paglen, Lynn Hirschman, Liesmann und so auf dem Panel und das hatte ich auch auf Instagram gesehen und habe mir das dann eben angehört und also, natürlich kann man in dieser Krise eigentlich, sollte man nichts Positives finden, weil es nichts Positives daran, wenn hunderttausende Menschen ihr Leben verlieren. Aber Kulturinstitutionen mussten dann eben das Beste daraus machen und es sind viele Online-Ausstellungen zu sehen gewesen. Es kommen jetzt sicherlich viele und alleine, dass Kuratoren plötzlich Livestreams machen, dass Kuratoren auf Instagram mit Künstlern und Künstlerinnen sprechen, das hätte es so vor dem Lockdown nicht gegeben und das finde ich sehr spannend. Gucke ich mir auch immer gerne an. Guckst du dir auch gerne Livestreams an? Auf Instagram? Ich oder Herr Hütte? Herr Hütte ist wieder da. Herr Hütte, gucken Sie gerne Livestreams auf Instagram von Ihren Kolleginnen an? Ich bin überhaupt gar nicht auf Instagram. Ich bin nur auf Instagram sozusagen für Beiträge hier fürs Palais Populaire. Und ich habe auch, ich glaube, ich brauche mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, um alle Begriffe, die heute bei Ihnen gefallen sind, nachzuschlagen. Da tut sich ein ganzer neuer Duden auf der Instagram oder der medialen Welt. Herr Weidinger war groß nach Leipzig, war
hat sich sehr bedankt für Ihre Antwort. Wir haben noch eine zweite Frage. Können Sie die lesen, die ich ganz interessant finde? Da fragt der Zuschauer, die Zuschauerin, dass gerade Künstlerinnen mit Alter Egos arbeiten. Und die Frage ist, ob ihr noch was zum Thema persönliche Identität und Insta sagen könntet. Ich muss immer hier so ein bisschen aus dem Bild, um das lesen zu können. Also persönliche Identität und Instagram. Ich glaube, was mich und viele andere Künstlerinnen prägt, ist viel Poststrukturalismus aus den 80ern. Das heißt, Ideen zum Beispiel von Donna Haraway zum situierten Wissen. Das heißt, dass quasi jedes Wissen, was man hat, aus der Situation, in der man kommt, eruiert und dass es quasi kein universelles Wissen gibt. Und ich glaube, dass die meisten Gesellschaften, die wir sind, patriarchale Gesellschaften sind, auch die meisten Systeme patriarchale Gesellschaften, gehört das Performen zum Cis-Frau-Sein irgendwie dazu. Und diese Art von Performen ist natürlich dann auch für viele Frauen, weil sie das in ihrem Alltag schon machen, auch oft aus dem Alltagsgrund Teil ihrer künstlerischen Praxis. Dazu will ich jetzt nicht sagen, dass quasi die Leute, die als Männer gegendert sind, nicht performen müssen, aber sie performen in andere Arten und Weisen. Und es ist natürlich auch immer wieder peinlich, als Mann ein Selfie zu machen, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit oder jetzt irgendwie zu sexy zu sein oder so. Das wird dann oft auch als was Weibliches abgetan, glaube ich. Und das ist natürlich nicht generell so, aber es ist ein Klischee, was natürlich auch, glaube ich, dann auch Männern, es wird natürlich auch Frauen vorgeworfen, wenn sie sich zu viel mit Selbstdarstellung auseinandersetzen. Aber es wird natürlich auch Männern als unseriös vorgeworfen, sich mit Selbstdarstellung auseinanderzusetzen. Und das ist auch eine Sache, ich glaube, es gab mal quasi so diese Heroine of the Mind, also quasi die Heldin des Kopfes, ist immer noch wertiger als die Heldin des Körpers. So ein bisschen dieses. Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Den kann man, glaube ich, gar nicht mehr toppen. Ich gucke hier nochmal zu unserem Techniker. Da sind auch keine weiteren Fragen. Also ich bin mir ganz sicher, niemand hat diesen wunderbaren Dialog und das Gespräch gemutet. Also da bin ich ganz sicher. Und bedanke mich ganz herzlich bei Annika Meyer und Anna Ehrenstein. Herr Kollege Weidinger hat geschrieben, er könnte noch stundenlang zuhören. Das könnte ich auch. Wir machen vielleicht eine Fortsetzung. Das Thema ist sicherlich fortsetzungswürdig und sehr spannend. Und es waren ja nur einige Aspekte dieses großen Themas, was auch gerade jetzt leider wieder, wir werden auch versuchen, noch mehr wieder digital zu machen, in den nächsten Wochen uns sozusagen in Verbindung halten lässt. Also ganz herzlichen Dank nochmal nach Hamburg und nach Berlin. Und denken Sie dran, weiterzusprechen, weil die Aufzeichnung ist ja dann auch noch bei uns auf der Website verfügbar. Vielen Dank nochmal an Sie beide. Dankeschön, schönen Abend. Dankeschön.